Was geht man aus die Fighto, Saruyan? Heute fokussieren wir uns speziell auf die Rotation mit LR Goku und Vegeta Blue und LR Ui San Goku. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video, Freunde. Ich gehe mal sofort in das LGI rein. Eine wichtige Sache außen vorweg, die ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist folgende. Ich werde im Zeitraum vom 14. bis zum 16. Dezember nicht in der Lage sein, wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Videos aufzunehmen. Dies wiederum heißt, Freunde, wenn in dem Zeitraum News droppen, dann kann ich sie für euch leider an dem Tag nicht liefern. Ich werde mich natürlich darum bemühen, sie danach abzuarbeiten. Aber ist jetzt leider unlucky, dass es in dem Zeitraum ist, weil am 15. Dezember sollte eigentlich auf Global die Winter Campaign oder die Merry Christmas Campaign losgehen. Eigentlich vielleicht auch auf JP. Und ich kann halt an dem Tag nicht das müsste tun, Video für euch raushauen. Damit ihr es einfach schon mal gehört habt, ist jetzt leider so gekommen. Ich kann es ändern, aber passiert. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Damit ihr es auf jeden Fall schon mal frühzeitig meinerseits gehört habt und euch nicht wundert, ey, was mit dem Boy Osuru? Wieso haut ihr da die News nicht raus? Andere Sache ist, ihr werdet auch wahrscheinlich die Tage das von mir öfters hören in dem ein oder anderen Video, denn die Videos werden auch vorproduziert sein, okay? Und ja, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst und euch nicht wundert, was Sache ist. Leute von heute, um auf den Punkt zurückzukommen, wir sind hier voller Fokus auf die Rotation von LR Ui San Goku mit Goku und Vegeta Blue. Denn die Rotation teilt sich 5 von 7 Linkskins. 4 Special Legendary Power, Kamehameha, Godly Power und Turn of Power. Das ist insane. Das ist eine sehr gute Rotation. Zeigt Charaktere, die offensiv, defensiv stark sind. LR Ui San Goku müsste noch ein bisschen aufbauen, aber er muss auf jeden Fall gut Angriffe dodgen. Denn bis einschließlich der 7. Runde dodge zu 70% und mit jedem Dodge bekommt er Ki plus 1, Maximum 7 und Attack und Def 11% Maximum an der Stelle. Moment, ich stelle den mal nach links, dass er Angriffe bekommt, damit seine Defense bekommt. Maximum 77%. So. Dann machen wir das Ganze mal so. Ich hätte vielleicht 6 oder mehr Ki einsammeln sollen mit Kefla, denn wenn man mit Kefla 6 oder mehr Ki einsammelt, bekommst du einen zusätzlichen Angriff-Boost. Aber gut. Apropos Kefla, die andere Rotation werden wir LR Kalifla und Kale mit Kefla spielen. Und ich sage euch jetzt schon mal eine Sache. Dadurch, dass wir im LGI sind, kann es sein, dass eventuell die Rotation von Kefla und LR Kalifla und Kale die Show ein bisschen stehlen werden von Ui San Goku mit Goku und Vegeta Blue. Denn LR Kalifla und Kale wird halt so oft angreifen, das wird ridiculo sein. Aber Hauptfokus des Videos, Thumbnail, Titel und sein Vorthema ist Ui San Goku mit Goku und Vegeta Blue. Ich muss Ui San Goku halt nur ein bisschen aufbauen, dann werden wir schon sehen, was die Brutales drauf haben, vertraut mir, Freunde. Okay, jetzt haben wir die Rotation tatsächlich. So, Ui San Goku muss wie gesagt ein bisschen dodgen. Pass mal auf. Die Sache ist hier auch noch, wenn ich LR Goku und Vegeta Blue in die Mitte stelle, hat er jeden Linkskill aktiviert, denn Strength Kaioken Goku Blue, also in der Rotation mit Strength Kaioken Goku Blue, er gibt ihm nämlich noch Super Saiyan und Warrior Gods zusätzlich, was Ui San Goku nicht ihm gibt. Wenn ich Ui Goku hier in die Mitte gestellt hätte, hätte Strength Kaioken Goku Blue ihm Over the Flash gegeben. Einzige, was fehlen würde, wäre Prepare for Battle. So, das ist jetzt eine Runde ohne Support an Dash. Aber wie gesagt, Ui San Goku muss noch ein bisschen aufbauen, 6 Passive, aber hier hat er schon mal gut gedodged. 5-1 ohne Support? Pass mal auf, die Sache ist aber, mein LR Goku und Vegeta Blue hat ein Dupe, komplett auf Links Level 10. Ui San Goku hat kein Dupe und ist ein bisschen Links gelevelt, zeige ich euch gleich. Okay, Freunde, passt mal aber auf, die Rotation wird auch heavy sein. Guck mal jetzt, Kefla. Ohne Support hat Kefla 120.000 Defense? Was? Leute, sie hat damit zwei Dupes, folgende Skill Ops und ist auf komplett Links Level 10. Sowohl als auch LR Kelly von Kale, ebenso zwei Dupes, Links Level 10, folgende Skill Ops. Also die Rotation. Die Rotation ist wirklich auch übertrieben gut, das werdet ihr gleich sehen. Die werden schon gut zur Seite hauen, ne, wirklich, for real. Es ist auch eine richtig geile Rotation tatsächlich hier an der Stelle. Aber an sich, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, oder besser gesagt, im Endeffekt, gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Vielen lieben Dank für den Support. Ja, LR Kalifla und Kale werden halt so oft angreifen. Die sind immer noch so gut. Klar, ist auch abhängig, gegen wen man kämpft, gegen Saints und oder Universal Survival Saga, aber die erhöhen einfach mit jeder Super Attack ihre Defense und bekommen einfach noch eine Dodge-Chance von 66% waren es, glaube ich. Was?
Die Rotation, by the way, links auch mit 5 von 7 Linkskills. Kevlar hat alles außer Fuse Fighter und Power Best of by God, kann by the way auch dodgen. Und Alec Califano K hat alles außer Legendary Power und Prepare for Battle. Also die Rotation ist auch auf jeden Fall insane. Finish ihn, please. Nice. So, jetzt, pass mal auf. Yeah, haben wir jetzt... jetzt haben wir Topo in der Rotation. Gut, ich bekomme links gute Angriffe, die nehme ich auf jeden Fall an. Ui Sengoku soll diese dodgen. Ich gucke gleich auf den Radar, was wir so haben. Wir geben dem Boy mal das. 3, darunter zwei Rainbow Orbs. Und da gucken wir hier auf 130.000 Defense. 138.000 Defense von LR, Goku und Vegeta Blue. Und Topo einfach mal 122.000 Defense mit Support. Er gibt Kick plus 1, Attack mit der 40% für diese Rotation. So. Oh ey. Ich wollte gerade sagen, dodge das bitte. Dodge das bitte. Was hat auf dem Radar? 5! Der ist auf 55%. Ich muss ehrlich gestehen, ich spiele den Charakter so selten. Es tut mir leid. Was? 3 Millionen auf der 12, beziehungsweise 12 waren das jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wie viel waren das dann? 17, 16? What? Ich sag nur, die Rotation ist heftig, Freunde. Die Rotation ist übertrieben gut. Ah, der hat leider keine Edition Super Deck gemacht. Was? 5, 8? Die Rotation ist offensiv und defensiv so stark, kann ich euch empfehlen. Im Pusain könnt ihr das spielen. Kamehameha, Ram of Gods und hier Representatives of Universe 7 oder Universe Survival Saga. Was? Oh mein Gott, wenn man Kevlar, by the way, ab Super, also wenn man Base Form Kevlar und Super Saiyan 1 Kevlar 6 oder mehr Key gibt, dann bekommen sie zusätzlich einen Angriff Boost und, wenn mich alles täuscht, ihre Dodge Chance. Super Saiyan 2 Kevlar hat immer ihre Dodge Chance, aber sie bekommt bei 6 oder mehr Key nicht zusätzlich weiteren Angriff, so wie Base und Super Saiyan 1, aber sie macht garantiert eine Edition Super Attack und mit jeder Super Attack erhöhen die auf ihren Stufen ihren Angriff. Kann man stacken. Das ist auch heavy, definitiv. Das ist auch schon richtig genial. Leute, ey. Das sind zwei geile Rotationen definitiv in dem Team. 2-5, jetzt kommt nochmal ein Edition Super Attack dahinter. Schon geil. Andere Sache ist, Freunde, lass mal kurz eine Sache ankratzen. Ich habe ja ein Team mit Galten Schokis zu LR Goku und Vegeta Blue rausgeholt. Könnt ihr euch gerne abchecken. Da habe ich Tech Godku zum Beispiel genannt. Ja, ich priorisiere es eher, Tech Godku nicht unbedingt in der Rotation mit LR Goku und Vegeta Blue zu halten, sondern eher entweder rein und raus zu rotieren oder halt in der anderen Rotation zu halten. Weil meiner Meinung nach gibt es bessere Rotationspartner als Sex, offensive und defensive, also auch als Charakter an sich, der individuell stärker ist. Im Prinzip, guck mal, LR Ui Sengoku kommt an Tech Godku nicht ran. Andersrum. Tech Godku kommt an LR Ui Sengoku nicht ran. Ja, wow, wer jetzt auch gedacht, so ist nicht. Kein Wunder, Osaru. Aber worauf ich hinaus will, ist, wartet kurz. 135.000, nicht schlecht. Worauf ich hinaus will, ist folgendes, Leute. Tech Godku, habe ich aber auch im Teammitglied gesagt, würde ich trotzdem nicht unterschätzen, denn Tech Godku ist ein guter Utility-Charakter. Er bringt sehr gute Nützlichkeit für LR Goku und Vegeta Blue, denn er sorgt für Rainbow Orbs. Das heißt, was ich hier klarstellen will, ist, je nach Event könnt ihr durchaus Tech Godku in der Rotation mit LR Goku und Vegeta Blue lassen, denn seine Utility ist sehr, sehr gut für LR Goku und Vegeta Blue, weil er für Rainbow Orbs sorgt. Denn LR Goku und Vegeta Blue bekommen pro Rainbow Orb zusätzlich Ki plus 2. Das heißt, von einem Rainbow Orb bekommen sie bis zu 3 Ki, weil sie ja zusätzlich Ki plus 3 bekommen. Das ist halt insane. Das heißt, du sammelst einen Rainbow Orb ein und bekommst Ki plus 3 einfach. Ne? Bei 2-6 und dann fort. Ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Das heißt, von der Nützlichkeit her könnt ihr auf jeden Fall Tech Godku in der Rotation mit Goku und Vegeta Blue spielen. Sie linken sich mit Super Saiyan, Warrior Gods, Godly Power, Fierce Battle. Das sind gute Links, jetzt kann man machen. Und Tech Godku bekommt auch selbstständig Key durch die Passive. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Euer Tech Godku wird auch Super Attacks raushauen. Und Goku und Vegeta Blue so oder so, weil er Rainbow Orbs bekommt von Tech Godku. Aber Leute. Je nach Event bekommt halt Tech Godku Fat of Small. Vor allem, wenn man nicht gegen Movie Boss Krack 3-9? Vor allem, wenn man nicht gegen Movie Boss Gegner kämpft. Denn wenn man gegen Movie Boss Gegner kämpft, hat er eine Damage Reduction. Dann ist easy.
Also dann tankt auf jeden Fall gut. Offensiv ist halt jetzt normal, Standard, solide, jetzt nichts atemberaubendes, aber es zielt den Angriff des Gegners und je nach Event ist auf jeden Fall auch gut. Zum Beispiel, je nachdem in welches Super Background man geht, kann man auf jeden Fall Tech Godku mit LR Goku und Vegeta Blue, sorry, in der Rotation spielen, weil er halt gut Orbs für ihn liefert und wenn Tech Godku dann noch seine Damage Reduction hat, den Movie Boss, tankt er auch sehr solide. Auf jeden Fall kann man machen und zieht auch noch den Gegner. Im Super Battle ist auf jeden Fall nice. Aber Leute, wenn ich einen LG zum Beispiel reinnehmen würde, der würde fett aufs Maul bekommen. der würde fett aufs Maul bekommen, da müssen wir uns ehrlich sein. Trotz dessen wollte ich es einfach mal klarstellen, vergiss Tech Godku nicht definitiv, wenn ihr Spaß haben wollt, im Dokkeln in unseren Fort ihn schön mit Rainbow Orbs versorgen wollt, ja, macht das easy. Aber offensiv, defensiv, Linkskills ist halt Uisan Goku mit, zum Beispiel Uisan Goku mit Goku und Vegeta Blue auf jeden Fall besser. Klar, es fehlen die Rainbow Orbs für Goku und Vegeta Blue in dem Setup zum Beispiel. Aber ey, guck mal, was die Rotation leistet. Das ist insane einfach nur. Ich hätte auch die Rotation in einem... Okay, Moment, warte mal kurz. Ich hätte die Rotation auch... Warte mal, oh, ich aktiviere mal ihren Active Skill. Yes, da bin ich dabei. Sie sollte physisch Orbs in Strength Orbs ändern und wenn ich mich recht entsinne, macht sie sehr effektiven Schaden für eine Runde. Und dadurch bekomme ich auch 6 Orbs, das heißt, ich habe Additional Super Attacks. Sehr, sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut. Und Dokamod auf Kalifa und Kale. Das wird hier fetzen hier an der Stelle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Wo war ich denn geblieben? Achso, ich hätte auch mit Realm of Gods Team reingehen können und dann würde mir Beerus zum Beispiel, den Leader, die Double Leads, die ich rein raus sortiere, würden hier Rainbow Orbs sorgen und das ist ja auf jeden Fall auch geil. Aber ich wollte es einfach mal so in dem Team reingehen, um zu gucken, wie das ohne ist, ohne dass ich der Rotation Rainbow Orbs liefere. Bis jetzt ist die Rotation echt solide, defensiv, offensiv, brutal stark, also bei allem Respekt. Richtig geil. Warte mal, vielleicht, warte mal, tun wir denn hier One Turn? Das meine ich mit, dass LR Kalifa okay in die Show stehen kann, weil. Guck mal, normale Super Attack. Okay, jetzt kommt Additional Attack. Noch eine Additional Attack. Sorry, dass ich mit Ding verwechselt. Evo und LR kommt wieder Blue. Eine Additional Attack. Jetzt kommt, weil wir gegen Pure Saints kämpfen, Additional Super Attack. Jetzt kommt gegen Unus Royalsaga Additional Super Attack. Und potenziell könnte noch Additional Super Attack vom Dupe System kommen. Bis zu 5 Angriffe, wie LR Goku und Vegeta Blue potenziell. Pff. Warte mal. Ah, leider keine Edition Super Attack. Okay, schade. Schade, ey, schade. 2-9. Beide und macht sehr effektiven Schaden. Sollte es machen. Und danach kommt noch ein Edition Super. Ey, hätte ich hier Topo drin, das wäre so ein One-Turner. Ihr habt keiner. Ja, definitiv. Das wäre so ein One-Turner einfach. Und jetzt ihr gemerkt, mit jeder Super Attack tut sie Angriff erhöhen. Oh, das wäre so geil gewesen. By the way, es war spät gesagt und ich weiß. Oh, Additional Super Deck vom Dupe System. Yo, ich sag doch, die Rotation könnte eventuell die Show stehlen. Oh mein Gott, und die hat auch beides gedodged. Die Rotation ist auch so heavy, ihr habt's gesehen. Wenn das volle Potenzial ausschöpft von der Rotation, wir hätten den fast gewonnen. Der Loser da hinten hat so verkackt. Der Loser da hinten hat es nur verkackt, ey. Unglaublich. Ey, unglaublich. Aber auf was schauen wir jetzt hier? 173.000 Defense von LR Uisan Goku mit einer 50%igen Chance zu dodgen? Was hat er auf dem Radar? Was? Was? Also sorry, aber... Das hat das dann, ne? Klar, es liegt im Auge des Betrachters, was man meint mit bester Rotationspartner. Aber LR Uisan Goku zählt auf jeden Fall zu einem der besseren Rotationscharakteren. Mit LR Goku und Vegeta Blue. Ihr habt es gerade gesehen, Leute. Was war das? Krank. Ich aktiviere mal ein Item. Lass mal Uis aktivieren. Ich kann mir vorstellen, dass wegen dem Segel da hinten drauf geht. Deswegen, ich will auf jeden Fall noch was durchziehen. Aber hey, was? Eine richtig schöne Rotation hier mit LR Uisan Goku. Wirklich geil. Also klar, guck mal, Linkskill technisch linkt sich. Das, oh mein Gott, das hat sich gerade so komisch angehört, sorry. Linkskill technisch linkt sich Strength Kaioken Goku Blue am besten mit LR Goku und Vegeta Blue. 6 von 7 Linkskills, auf jeden Fall. Aber Strength Kaioken Goku Blue ist nicht auf dem Level von LR Uisan Goku. Und Uisan Goku ist meiner Meinung nach der beste Rotationspartner, auf jeden Fall.
Definitiv. Guck mal die Offensive, Defensive an. Guck mal die Rotation an. 5 von 7 Linkskits. Was? Die ist, by the way, bei 3-3 mittlerweile. Und ich habe 6 Orts eingesammelt. Das heißt, sie macht einen Additional Super Attack. Ey, Käfer. Heavy. 3-4. Komm, da müssen die Crits kommen. Komm ran, Mademoiselle. Richtig geil. Ich feiere das Team gerade abartig. Das ist ein sehr schönes Team tatsächlich, gefällt mir. Lasst mir wissen, ob ich nächsten Tag einfach nur nicht mehr reden können. Bomboka Ada. Ob euch das auch gefallen hat, Leute von heute. Ja, wir werden es auf jeden Fall noch beenden, Freunde. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Gut, dass ihr es aktiviert habt. Je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet, wundert euch nicht. Mir ist gerade was eingefallen. Verdammt, ich bin knapp. Ich bin nicht unter 50%. Nein. Dann hätte ich den Ereignisse von LR Goku und Vegeta Blue noch aktiviert. Verdammt, und in Kombi mit dem. Dieser Ex ist auch nice. Würde ich nicht unterschätzen, Mann. Weil nicht, weil er Schaden macht. Die Sache ist die, je höher sein Angriff ist und mit jeder Super Deck erhöht der greatly seinen Angriff, desto mehr Schaden macht seine Active Skill. Aber erhöht noch 30% Angriff für eine Runde von meinen Verbündeten. Uff, und diese Effektivität gepaart hier. Das hat echt gut Schaden gemacht, Mann. Geil, 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 geil. Warte mal. Oh, schade, hätte ich den Ereignisse von LR Goku und Vegeta Blue. Das wäre so geil gewesen, Mann. 5-9, okay. Krass, krass, krass. Ja, ich habe beide vergessen, was ich vorhin gesagt habe, ne? Also je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet, Leute von heute. Ihr wisst Bescheid. Ich werde vom 14. bis zum 16. leider nicht in der Lage sein, Videos zu drehen. Deswegen wundert euch nicht. 3-5. Okay, ich habe Excel aktiv. Ah, wieso dodgen das? Deswegen wundert euch nicht, wo die Videos sind, ne? Also zu den aktuellen Themen, sag ich mal. 4. Ey, wieso dodgt der alles, Mann? Wieso? Ich wollte das mit der Rotation beenden. Oh mein Gott, natürlich wird es jetzt die Rotation beenden, oder? Wie es scheint. Pass mal auf, was für eine Defense hat. Oh, du, guck mal. Ja, Kalifuka SK so oder so. Weißt du was? Guck mal, ich aktiv mal. Ich habe kein Item mehr aktiv. Ich will mal gucken. Was Käfer da tankt in der Mitte. Ich denke, durch eine Superdeck bin ich K.O. Aber. Ja, wenn alle Angriffe durchkommen, ist er eh down, Uri Goku, denke ich. Weil, wenn die angreift, dann rattert's. Ja, weil. Den greift sie bis zu 5 Mal an, potenziell. Potenziell, genau das. So, das war der erste Angriff. Elische Attack vom Passive. Jetzt kommt Elische Superdeck, weil es Pure Sane ist. Danach kommt Minus 2 Sache und dann potenziell noch das Tube System. Und wenn die dann noch schön kritten. Ja, nein, vielleicht. Okay, dann halt nicht. Ja, warte mal, vielleicht kommen wir noch in die nächste Runde. Wenn hier keine Crits fließen. Hatte ich mit Kefla 6 Orbs, dass die Zeit Edition Superdex macht? Ich weiß nicht. Guck mal, wie oft die angreift. Einfach Autobotten. Ey, dort schon nicht mal, Freunde. Das kann er ja auch noch. Stimmt. Das kann er ja auch noch, tatsächlich. Eben. Pff. Okay, ich hatte keine 6 Orbs. Okay, Auto-Attacks tankt die so krass. Auto-Attacks tankt die gegen Uri Goku mit dem Supporter. Ja, die hätte 150 Defense, richtig? 150.000. Geil, Alter. Super-Attack würde auf jeden Fall wehtun. Muss ich niemandem was erzählen. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir tatsächlich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beendet mir das Ganze mit meinem Boy LR Goku und Vegeta Blue. Hat mir schön Orbs hier an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, genau dich nachts reden, sollte man können. Wie ihr die Rotation empfunden habt. Ey, die Rotation ist richtig geil, Mann. Also kann ich niemandem das erzählen. Die Rotation ist übertrieben geil. For real. Mal niemand da struggelt der mit Key, bin ich ehrlich zu euch. Hängt halt von den Orbs ab. Aber ich könnte ja auch, wie gesagt, im Virus-Leader spielen. Und dann würde Virus im LG halt für Rainbow Orbs sorgen. Und das wäre halt GD. Würde es mehr oder weniger oder relativ oft die 24 Key tatsächlich auch sehen. Ansonsten, wie gesagt, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.